Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus der Janina in Food Küche. Heute gibt es Süßkartoffelrösti mit einem wachsweichen Ei und richtig schönem Spinat. Und das Ganze auch sehr kalorienarm, denn wir backen es nicht in Fett aus, sondern in einem Waffeleisen. Los geht's. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon Rösti im Waffeleisen gemacht habt. Für mich war das tatsächlich sehr neu und tatsächlich auch sehr smart, weil normalerweise, wenn man Röstis macht, dann werden die in ganz, ganz viel Fett ausgebacken, damit sie richtig schön knusprig werden. In dem Fall brauchen wir das überhaupt gar nicht, weil unser großartiges Waffeleisen kann das alles leisten. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erst einmal an und schälen die Süßkartoffel und werden sie reiben. Es gibt ja auch schon diesen großartigen fertigen Teig im Supermarkt zu kaufen, falls euch das zu lästig ist. Das Großartige ist, eurer Kreativität sind da gar keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt es natürlich ganz klassisch mit Kartoffeln machen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch eine Kartoffel-Sellerie-Mischung machen, was ich bestimmt auch ziemlich geil finde. Ihr könnt mit Karotte arbeiten und da ein bisschen Apfel reinmachen und das ausbacken. Ihr könnt Zucchini-Puffer machen, ihr könnt Kürbispuffer machen, ihr könnt. Ich pelle die Zwiebel und schneide sie in Würfel und parallel dazu koche ich mein Ei. Ich habe hier meinen Timer angemacht. So, Leute, die Zwiebel ist fertig geschnitten. Ohne Tränen in den Augen habe ich es geschafft. Jetzt werde ich mich an meinen Teig machen. Dafür gebe ich die Zwiebel hinein, ein wenig Mehl, Muskatnuss, Pfeffer, Salz und ein Ei. Wecker hat geklingelt, Eier sind fertig. Schön abschrecken. Wichtig bei dem Teig ist, dass man ihn möglichst trocken hält. Sprich, wenn ihr normale Kartoffeln verwendet, die haben wesentlich mehr Flüssigkeit, müsst ihr die vorher auswringen. Und auch wenn eure Süßkartoffel sehr viel Flüssigkeit enthalten sollte, was meine jetzt nicht getan hat, schön vorher auswringen, dann habt ihr die Möglichkeit, dass eure Waffel möglichst knusprig wird. Aber das schaut jetzt hier sehr gut aus. So. Ich schnapp mir schon mal meine Pfanne und werde, während die Waffeln gleich ausbacken, parallel dazu meinen Spinat ein wenig dünsten. Dazu nehme ich einfach nur eine Knoblauchzehe, werde diese ein wenig anditschen und gebe den Spinat da rein, würze ihn ein wenig und gebe Olivenöl dazu. So, wirklich einfach nur einmal ganz kurz durch die Pfanne ziehen. Das soll gar nicht richtig köcheln oder anbraten, sondern einfach, dass der Spinat so ein bisschen weich wird. Ich bleib dran, Baby. Bim, bim, bim. Das kann jetzt hier stehen bleiben und jetzt geht's an unsere Waffeln. Dafür habe ich hier meinen Pinsel und ein wenig Fett. Ihr könnt natürlich auch einfach Küchenrolle nehmen und das damit einfetten. Ich habe aber hier diesen wundervollen Pinsel. Das Waffeleisen ist schon super heiß. Ich habe das vorher vorgeheizt, hat auch gar nicht lange gedauert. Ich habe es jetzt auf höchste Stufe gemacht, weil ich möchte natürlich, dass die Waffeln so richtig schön knusprig werden. Und es kommt auch eine Menge Teig hinein, deswegen auf höchster Stufe. So, jetzt heißt es kurz warten, bis das rote Lämpchen in ein weißes Lämpchen umschaltet. Und dieses Video ist in Kooperation mit WMF, unserem Partner, entstanden. Und es ist schon verrückt, was die neumodische Technik heutzutage alles kann. Wenn man mal bedenkt, wie die ganze Geschichte von einem Waffeleisen angefangen hat. Im 17. Jahrhundert mit einem langen Stiel hat man ein Waffeleisen gehabt, das man einfach über dem Feuer die ganze Zeit haben musste. Hier einfach Stecker rein, innerhalb von wenigen Minuten ist das Ding heiß und man kann sich Waffeln ausbacken. Also wirklich ein Hoch auf die neumodische Technik. Wow, tschakabum, genau so habe ich es mir vorgestellt. Geil, ist richtig schön braun geworden. I love you. Wang! Ich weiß nicht, ob ihr Kinder zu Hause habt. Ich könnte mir aber vorstellen, mit meinem Patenkind zusammen diese Waffeln zu machen. Man gibt den Kindern unterbewusst ganz viel gesundes Zeug hier mit, ne? Weiter geht's! So, ihr Lieben, es werden Eier gepellt. Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Durst. Ah, es ist umgesprungen. Jetzt kann es endlich losgehen. Das Großartige ist auch,
Das muss jetzt einfach nur ein wenig auskühlen und dann geht man einfach mit einem feuchten Lappen drüber und schon ist es sauber und es kann wieder ab in den Schrank. Also von daher, ihr macht auch keine große Schweinerei. Das ist ja auch irgendwie immer ein großes Thema, dass man nicht so viel Arbeit damit hat. So, hier gebe ich jetzt auf die Waffeln den Spinat und es ist tatsächlich so ein bisschen angehaucht wie Egg Benedict. Ich gebe jetzt hier noch ein wenig Schmand auf den Spinat. Fertig ist unsere Süßkartoffelwaffel mit dem weichen Ei. Oh. Das ist ein Frühstück, das mich sehr, 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 sehr glücklich macht. Wenn ihr Lust habt, macht es nach. Darüber würde ich mich sehr freuen. Hashtag Janina in Food. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ich muss weiter essen.